Das ultimative Verstehen, dass ich nichts sein kann, was ich definieren kann, dass ich nichts bin, was je definierbar ist. Und alles, was definierbar, beschreibbar, erlebbar ist, ist das, was in dieser Wahrnehmung hier auftaucht. Diese Wahrnehmung, die ist, in der manchmal die Person als Bezugspunkt erscheint, doch ohne Wahrnehmung auch keine Person. Und das, was ich bin, ist schon vor der Wahrnehmung völlig still in sich, unerreichbar, unzerstörbar, untrennbar, das, was das Herz aller Dinge ist.